So, Leute. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video einer Reihe, die in den nächsten 12 Monaten auf diesem Kanal stattfinden wird. Erstmal Prösterchen, ne? Übrigens, ganz viele fragen mich immer, wann die Tasse wieder im Shop ist. Ich habe ja meinen Shop gewechselt, bin ja jetzt bei Bravado, da gibt es ja auch eine neue Tasse. Die hier wird es voraussichtlich, also das wird ein Unikat. Vielleicht machen wir mal wieder eine Retro-Woche. Andere Sache. Ja, Magic the Gathering Arena ist jetzt gut ein Jahr draußen, beziehungsweise im Early Access. Und ist auf jeden Fall ein Spiel, was immer populärer wird. Aber Magic an sich ist natürlich etwas, was viele Leute immer ein bisschen abschreckt, weil natürlich immer man viel hört von der Komplexität des Spiels. Ja, aber dazu gleich mehr. Also generell, ihr seht schon, es ist ein Werbevideo. Es wird auf diesem Kanal vermehrt Magic-Videos geben. Ich denke, es ist geil, einfach um mal wieder eine Grundbasis auch für diesen Kanal zu haben. Ich will auch wieder jetzt mehr auf diesem Kanal machen. Ja, jetzt, wo Gamescom langsam mal vorbei ist und jetzt die letzten großen Placements auf dem Hauptkanal auch rum sind. War eine ziemlich heiße Phase von vor New York bis nach Gamescom. Alter, war ziemlich gestresst. War ziemlich viel. Aber wir haben es geschafft, hier immer mal wieder was hochzuladen. War schon gut. Ja, aber es soll wieder mehr werden. Und wie sieht das genau aus? Also es wird mehrmals im Monat hier Magic-Content. Jetzt nicht jeden Tag. Ja. Ja, ich stelle mir vor, ich mache eine Reihe, wo ich mich mit anderen YouTubern duelliere. Also, vor allem YouTubern natürlich erstmal aus meinem Umfeld, Splatterman, Kalle, Eis ohne Waffe vielleicht, Mori. Aber da könnt auch ihr gerne Vorschläge machen, wen ihr so kennt an YouTubern, die, wo ihr wisst, die kennen zumindest Magic. Müssen keine Experten sein. Macht mir auch immer Spaß, Leute zu zerstören. Und genau, schlagt die gerne mal vor. Grundsätzlich heute, wir zocken jetzt gleich ein bisschen Magic, aber ich will ein bisschen was zu Magic sagen für die Leute, die jetzt vielleicht da sitzen und sich denken, boah, Magic? Ja, weiß nicht. Generell, dieses Spiel Magic the Gathering ist Free-to-Play, kostenlos runterladbar. Es wird noch in den Epic Games Store kommen, aber Stand jetzt hat es einen eigenen Klienten. Und wenn ihr quasi einen Account erstellt, bekommt ihr meiner Meinung nach, und deswegen sage ich das, ein sehr, sehr gutes Tutorial. Dauert so eine halbe Stunde, glaube ich. Halbe Stunde, Stunde maximal. Ist wirklich, wirklich ein, also für den Grad an Komplexität des Spiels ist es wirklich ein richtig gutes Tutorial. Hat mich sehr geflasht. Das lege ich euch ans Herz, falls ihr wirklich Interesse habt, jetzt hier mehr vielleicht auch zu verstehen. Wie gesagt, es wird viel Magic-Content kommen, aber vielleicht auch, weil es euch interessiert und ihr es auch mal gerne ausprobieren wollt. Das dazu. Gut, wo fange ich an? Also ich habe es ja ab und an mal gestreamt, hier kam ja auch schon mal Magic-Content, aber viele wissen das vielleicht nicht. Magic an sich spiele ich tatsächlich, seit ich 7 bin. Also 20 Jahre. Es ist das allererste Trading Card Game, auf dem alles fußt. Yu-Gi-Oh!, Hearthstone, aller. Der ganze Kladderadatsch, Duel Masters oder Monster, wie die Kacke. Nee, wie hieß das nochmal, wo sie mal Ike gesagt haben? Ist auch egal. Das hier, meine lieben Freunde, ist der Ursprung. Der absolute Ursprung. Und ich lieb's. Ich lieb's sehr, ist mein favorite Trading Card Game by far. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Kumpel, zu der Zeit auf jeden Fall mit Abstand mein bester Kumpel, Lukas, Grüße gehen raus. Der hatte damals einen Cousin, das war so ein richtig cooler Cousin, weißt du, der war so 10 Jahre älter oder sogar noch älter und der hat quasi seit Release, glaube ich, Magic gezockt, da war das Game ja schon ein paar Jährchen draußen. Insane, Alter, das war vor 20 Jahren und das Game war schon ein paar Jahre draußen, egal. Der hat seine ganze Sammlung dem Lukas vermacht. Das war wirklich eine Kiste mit Tausenden von Karten. Und wir sitzen da so und der Lukas hat das mit mir quasi so geteilt, diese Experience, ein kleinerer Bruder, der Julius war auch noch dabei. Und wir
Wir haben die Welt nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Aber was wir damals auch schon mit Pokémon-Karten gemacht haben, war, wir haben die Werte ungesehen und dann das so quartettartig gespielt. Jeder hat sich einen Stapel gemacht und dann immer das verglichen. War ganz witzig. Irgendwann haben wir an IQ dazu gewonnen und haben uns dann das Spiel so ein bisschen selbst beigebracht, tatsächlich. Und irgendwann habe ich dann noch, wo ich dann so 10 war, einen weiteren Kumpel getroffen. 10, 11 war ich da. Und zwar den Steffen. Und der hat uns da ein bisschen mehr gezeigt, wie das Spiel eigentlich geht. Und dann haben wir uns mehr damit beschäftigt, waren im Comicladen in Braunschweig beim Stefan. Mega geiler Typ, mega geiler Laden, gibt es da immer noch. Comic Culture, falls ihr Braunschweiger seid, sehr zu empfehlen, der Laden, coole Leute da. Waren wir jahrelang. Wir waren ja keine Stammgäste, wir waren nur jetzt nicht Leute, die jedes Set-Release, erkläre ich auch gleich noch, abgewartet und dann gecampt haben und dann richtig gekauft haben. Wir waren eher die, die aus wenig dann möglichst viel gemacht haben. Und waren da immer mal wieder. Ne, also wir waren, ja, genau. Und seit jeher ist Magic ein Ding. Ich hatte jetzt ein Deck, das habe ich neulich erst aufgelöst. Das hatte ich 15 Jahre lang. Das habe ich immer weiter optimiert. So einer war ich eher. Also ich habe jetzt nicht immer Standard gespielt. Erkläre ich auch gleich noch. Das ist ein bestimmtes Format, was immer um die aktuellen Karten handelt. Sondern mich diesem einem Deck gewidmet. Ja, und jetzt kam ein neues Format raus. Commander, reden wir später auch noch drüber. Jetzt bin ich persönlich wieder mega drin. Auch mit dem Release durch MTG Arena jetzt wieder ein bisschen vor einem Jahr. Also das letzte Jahr war echt wieder verhältnismäßig sehr Magic-intensiv für mich. Was geil ist. Und ja, dementsprechend, könnt ihr euch schon denken, ist es natürlich für mich eine mega geile Sache, dass ich jetzt eine Jahreskooperation habe mit Magic, beziehungsweise mit Wizards of the Coast. Hätte ich mir mit 7 auch nicht träumen lassen können. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, wir werden viel Spaß haben. Ich hoffe, ich kann euch für das Spiel begeistern. Es ist mega geiles Game, Alter. Sonst hätte ich das jetzt nicht seit 20 Jahren gezockt. Ja, wie ist Magic strukturiert? Also vielleicht, um euch mal einen Überblick zu geben. Wie mache ich das jetzt am besten? Es gibt Sets. Ja, das sind ja quasi so eine Art Seasons. Also es gibt Sets, das sind einfach ein Haufen neuer Karten. Die kommen 4-mal im Jahr. Es gibt 4 Sets, über das Jahr verteilt, quasi 1 pro Quartal. Das rauskommt mit neuen Kartentypen darin, neuen Fähigkeiten, einer neuen Story und so weiter. Und dazu gibt es dann quasi den Modus, der am beliebtesten und bekanntesten ist, der Standardmodus. Das ist auch schon im Namen, das ist halt meistgespielte. Standard ist quasi ein rotierendes Format mit den 8. Also letztendlich werden da immer die aktuellsten Sets gespielt. Ich glaube, es sind die aktuellsten 8 Sets. Nee, das geht über 2 Jahre hinaus. Ich glaube, die aktuellsten 10 Sets. Ist ja auch egal. Also die überschaubar aktuellsten. Und immer im September quasi, wenn das neue Set steht jetzt hier auch an. Ja, neue Season beginnt. Oh, jetzt öffnet sich hier was bei mir im Launcher. Dann fallen immer die ältesten 4 Sets aus der Rotation raus. Und dann muss man halt seine Decks umkonzeptionieren. Also man muss dann Decks bauen, nur mit den neuesten Spielen, Sets. Ja, ist natürlich dann so eine Sache, dass das Gameplay immer sich auch weiterentwickelt. Aber auch eine Balancing-Sache, weil das Spiel ist halt hornalt. Allein derzeit in der ich spiele, kamen 4-mal 20 Sets raus. Mit wie viel Karten hat ein Set? Magic Set Kartenanzahl. Das habe ich noch nie mich gefragt, glaube ich. Ja. Also ein Set hat immer so um die 250 Karten. Gut, es gibt auch mal Sets, die haben nur so 180. Aber tendenziell um die 250 neue Karten. So, das heißt, pro Jahr hat man so ungefähr 1000 neue Karten.
Das heißt, in den letzten 20 Jahren kamen 20.000 neue Karten raus. Und die kumulieren halt teilweise ins Extreme miteinander. Also, wenn man dann nicht Standard spielt, wie gesagt, mit den aktuellsten Sets, sondern quasi alle Sets mit einbezieht, da gibt es schon richtig eklige Kombos. Kann man machen. Ja, es gibt auch gebannte Karten und so weiter. Ja, und jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren kam ein Format raus, das heißt Commander. Das hat, glaube ich, auch nochmal viel für Beliebtheit gesorgt rund um Magic. Das ist halt etwas, da kann man alle Sets verwenden, aber man darf jede Karte nur einmal im Deck haben. Aber dafür 100 Karten. Das heißt, es ist halt deutlich mehr RNG, es ist eher mehr casual-freundlich. Ja, es ist nicht so dieses durchoptimierte Decks, weil in einem Magic-Deck kann man halt jede Karte bis zu 4-mal drin haben. Kann man natürlich alles durchoptimieren. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gequatscht. Mir war das wichtig, am Anfang mal ein bisschen auszuholen und euch auch mal eine Perspektive zu geben, wie ich zu Magic stehe und wie das alles so ist. Generell, Verweis aufs Tutorial, wirklich, ich kann hier noch labern, wie ich will, aber wenn ihr wirklich mehr herausfinden wollt, wie Magic und so funktioniert und euch da reinfuchsen wollt, gönnt euch. Ich habe auch noch einen Anfängerguide von Splatterman verlinkt. Der ist schon einen Tucken älter. Man sieht, dass der Splatterman seitdem schon ein bisschen souveräner geworden ist. Aber der Guide ist auf jeden Fall ganz gut auch für den Einstieg. Ist ein Anfängerguide. Bezieht sich aber auf Magic generell. So, es gibt jetzt hier innerhalb von MTG Arena natürlich mehrere Spielmodi. Es gibt auch einen wechselnden Spielmodi, einen wechselnden Spielmodus, der immer rotiert. Es gibt Rangliste, es gibt Ranglisten nur für bestimmte Sets. Es gibt ein Boardgame. Ja, und ich würde sagen, letzte Season war ich Gold 3, aber ich habe nicht so viel gezockt. Es liegt nicht daran, dass ich scheiße bin, okay? Ich push easy auf Diamond. Easy. Ja, müsst ihr mir glauben. Ich habe wirklich nicht viel gespielt, okay? Aber so ab und an zocke ich es halt. Und letzte Season war ich Gold 3. Kann man das eigentlich irgendwo zeigen? Profil? Kann man hier nicht von der letzten Season den Rang sehen? Ja. Also man spielt halt Ranked und am Ende der Season seht ihr auch schon, gibt es ziemlich krass Belohnung. Es gibt auch quasi so eine Art, ne, Season Pass, Battle Pass. Kennen wir aus dem einen oder anderen Game, ist auch ganz cool. Kriegt man auch ein paar Sets und so weiter, Booster. Oh, ich habe sogar noch Booster. Generell, ihr habt es hier auch schon gesehen, es gibt hier Quests, ja, die kann man erfüllen. Wirke 30 grüne oder blaue Zaubersprüche, sehen wir gleich. Kriegt man Gold. Und dann kann man sich natürlich im Store Karten kaufen. Also so, wie man das halt kennt. Ja. Gut. Ich öffne mal noch kurz die Booster. Die hatte ich jetzt hier noch. Hoppala. Das ist immer nice. Hoppala, ist gerade ein bisschen laggy hier. Ich glaube. Aha, okay, nice. Da, also Hauptset habe ich, glaube ich, schon fast alle Karten. Ja, siehste. Gut, okay. Aber gehen wir mal in-game. Wir spielen ein Deck, was sehr komplex ist. Aber es ist sehr witzig. Ich finde es sehr witzig. Aber macht das jetzt Sinn? Sollte ich vielleicht ein Deck nehmen, was irgendwie ein bisschen einfacher ist, auch nachzuvollziehen? Wir nehmen das. Wir nehmen das. Spielt das Tutorial, wenn ihr das Spiel lernen wollt. Ich knall jetzt rein. Prost. Ich habe jetzt selber auch eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Ist vielleicht jetzt auch ein Fallstrick für mich, dass ich genau das Deck nehme. Ist ein bisschen komplexer. Man muss ein bisschen nachdenken. Also ihr als Backseat-Gamer könnt jetzt auf jeden Fall euch gleich aufregen. Und man muss auch ein bisschen rechnen. So. Okay, das ist aber ein ganz nicer Start tatsächlich. Behalten wir mal. Man kann jetzt hier am Anfang theoretisch nochmal neu ziehen, aber dann eine Karte weniger. Muss man halt abwägen. Ist immer gut, ein paar Länder auf der Hand zu haben. Damit kann man dann die Zauber wirken. Die Kosten sind rechts oben. Ich habe ein Wald- und Inseldeck. Ja, ist gemixt. Kann aber auch nur eine Farbe nehmen. Ja, den Rest sehen wir gleich. So. Können wir erstmal Hallo sagen, Alter. Unter mir ist quasi das Deck. Und mein Name.
Ich bleib mal hier. Leute, ich bleib mal hier. So. Ah, ich fange an. Gut. Ja. Das ist so ein Doppelland. Steht, kommt getappt ins Spiel. Getappt bedeutet, die Karte ist schief und unbrauchbar. Ja, immer wenn man quasi eine Karte aktivieren möchte, dann ist oftmals verlangt, dass man tappen muss. Boah, das ist jetzt natürlich, das wird ein lustiges Deck. Also, die Karte kostet zum Beispiel 2 Mana, ein grünes, ein blaues. Am Anfang erkläre ich mal ein paar Basics ganz kurz. Das heißt, ich brauche Mana, was ein blaues Mana erzeugt. Und ich brauche eins, was ein grünes Mana erzeugt. Die muss ich tappen, theoretisch. Macht er aber automatisch. Also, ich könnte das jetzt einfach spielen, dann macht es automatisch. Aber, um es euch mal zu zeigen, tappen, kriege ich Mana. Verfällt am Ende des Zuges. Tappen für blau. So, jetzt spiele ich diese Karte. Das ist ein Spontanzauber. Kann ich immer spielen. Kartentyp steht in der Mitte. Und der hat halt einen Effekt, der jetzt gewirkt wurde. Ziehe eine Karte und dann kann ich eine Länderkarte nochmal zusätzlich ins Spiel bringen. Ist geil, denn normalerweise kann man nur, und das war der Grund, warum ich die nur auf der Hand hatte, nur ein Land slash Mana. Ja, ich sollte Land sagen. Man kann nur ein Land pro Zug eigentlich spielen. Deswegen war das schon ganz nice. Alter, ich habe 3-mal Planeswalker auf der Hand. Okay. So, jetzt spielen wir für 3 Mana. Und da seht ihr jetzt gleich, man muss es nicht immer tappen. Es passiert jetzt automatisch. Zack. Die, boah, das eine Mana verdecke ich. Die werden automatisch getappt. So. Wenn die ins Spiel kommt, erkundet sie. Erkunden ist ein Effekt. Wenn man über die Karte hovert, wird der Effekt auch erklärt. Man deckt quasi eine Karte auf. Und dann kann man auswählen, soll die draufbleiben auf der Bibliothek oder auf dem Friedhof. Und ich würde sie auf jeden Fall draufbleiben lassen, denke ich. Oder, ne, nächsten Zug könnte ich Nissa spielen. Ist trotzdem eine gute Karte. Ich behalte die mal drauf. So, und dann kriegt sie +1/+1. Siehst du? Wenn man drüber arbeitet, wird wunderbar erklärt, was der Kunden bedeutet. Sehr nice. So, er macht jetzt einen Spontanzauber. Ja. Und den kenne ich jetzt selber nicht. Stimme ist, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger. Ja, die Karte kostet 3. Seht ihr ja da. Die kostet 3! Deswegen konnte er das machen. So, jetzt luschert der hier auf meine Hand. Das ist natürlich so. Spielen wir jetzt Nissa. Oh, er hat Mana offen. Egal, ich habe 3 Stück. Raus. Jetzt macht er was. Er macht safe was. Ihr seht, Spontanzauber. Zack. Können auch im gegnerischen Zug gespielt werden. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Sein Beherrscher legt die obersten 3 Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof. Okay, der ist nicht so schlimm. Spieler deiner Wahl legt die obersten 4 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, schicke dann die Friedhöfe aller Gegner ins Exil. Okay, Bruder. So, jetzt. Damit rechnet er nicht. Ich spiele ihn einfach nochmal. Alter, habe ich ihn nochmal gezogen? Der ist richtig krass. Mein Deck geht darauf, richtig viel Länder und Mana zu haben. Und der macht erstmal als passive Fähigkeit, steht ganz oben, immer wenn du einen Wald für Mana tappst, macht ein zusätzliches grünes Mana. Also, das ist ein Land, kein Mana. Und wenn ich es tappe, kriege ich ein Mana. So, ein Wäldermanier 2. So, ich aktiviere aber den obersten Effekt. Das ist ein Planeswalker. Erkläre ich gleich. Das beides sind Planeswalker vom Kartentypen. Und das sind sehr, sehr snowflakige Karten. Die liegen da. Man kann einmal pro Zug einen Effekt aktivieren. Die haben unterschiedlich viele Effekte. Der hier hat jetzt 2. Der kommt mit Marken ins Spiel. Die stehen rechts unten. Er hat 6 Marken. Wenn ich +1 mache, kriegt er eine Marke dazu. Die bleibt auch. Und dann kann ich diesen Effekt aktivieren. Oder ich kann die Marken abziehen und mache eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Der hier funktioniert genauso, hat aber nur einen Effekt. Und der ist nur Minus. So. Ich greife jetzt seinen Planeswalker an. Ich greife direkt an. Der Planeswalker ist mir ziemlich egal. Weil ich spiele nicht viel um meinen Friedhof. Und Zaubersprüche und ich durchsuche auch nicht super viel meine Bibliothek. Also. So, den hier muss ich mir nochmal durchlesen, weil der ist ein bisschen
Oh nein. Aufmarsch 4. Der boxt jetzt 4 Schaden. Den kann er sogar aufteilen. Das heißt, er wird 3 auf den machen, 1 auf mich. Dann muss ich 4 Karten auf den Friedhof legen. Und er kriegt eine 4-4er. Das ist schon... Das klatscht. Hey, ihr seht das jetzt nicht. Er macht hier die ganze Zeit mein Deck so krass, ne? Ich glaube, ich spiegel mich mal auf die andere Seite. Das ist besser. Besser für euch. So. Ja, ich stecke ein bisschen in der Bredouille, denn er geht darauf, mein Deck quasi... So. Ich muss kurz nachdenken. Ja, okay. Okay, Leute, ich hab's geschafft. Es ist eine sehr komplexe Karte, denn die kostet X. Das heißt, man kann aussuchen, wie viel man machen will. Ich muss jetzt einmal kurz ein bisschen tryharden, weil es sieht nicht gut aus. Ah, er legt die eh auf den Friedhof. Ja. Ja. Okay. Es ist jetzt viel passiert. Aber ich denke, ich habe jetzt auch die Basics erklärt. Wie gesagt, ich sage es jetzt zum dritten Mal. Und wer das nicht macht, ist wirklich dumm. Das Spiel ist kostenlos. Ladet es euch runter. Spielt das Tutorial. Entscheidet, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Und dann grindet. Jetzt können wir hier auch schön auf der anderen Seite das Meer sehen. Ja, das ist eine sehr komplexe Karte. Es ist sowas wie die Keykarte vom Deck. Wobei Planeswalker eigentlich mehr. Das ist sogar gar nicht mal bad für mich. Wir rennen ein bisschen die Zeit davon. Das Ding ist, wenn er mein Deck leer macht... Blockig. So. Warte mal. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jo, jetzt ist Abfahrt. Jetzt komplette Eskalation, ich sage euch das. So, für 9. Kriegt 4 Lebenspunkte, kann Karten ziehen. Ist natürlich bad, weil mein Deck wird immer kleiner. Aber jetzt haben wir mal was auf dem Platz. Was ihm, er hat nur noch 3 Handkarten. Er kriegt jetzt langsam richtig den Arsch versohlt. Hä? What? Was passiert? Wieso war ich jetzt einfach nicht mehr dran? War hier die Zündschnur nicht? War das ein Bug, dass die nicht ist? Vielleicht hätte... Hä? Okay. Oder war das gerade... Warte mal, ich ziehe die Karte und dann... Nee, habe ich irgendwas gerade vercheckt? Egal, jetzt kommt gleich die Hydra. Jetzt kommt auch gleich einfach meine Ult. Dann ist eh Ende. So. Okay. Ich ulte auf jeden Fall.
Okay, es wird jetzt, also es könnte mich jetzt komplett töten. Es könnte mich jetzt, wir machen es einfach mal. Also, die Fähigkeit macht, ich durchsuche meine Bibliothek nach allen Wäldern. Anscheinend gibt es in meiner Bibliothek keine Wälder mehr, hä? What? Gut, egal. Oh shit, nee, ich hätte erst die spielen sollen. Fuck. Das war sehr dumm. Tatsächlich. Ist aber okay. Ist okay. Ja, das war nicht geplant. Vier. Ich hätte ihn zerstören sollen. Ich wusste nicht, dass er so hart auf den Müll geht. Okay. Boxe mal den. Das hätte ich wesentlich eher gemacht. Also, ich halte mich. Es wird auf jeden Fall spannend. Aber ich habe schon echt viel gemissplayed. Es ist wahrscheinlich für Leute, die jetzt das erste Mal Magic überhaupt gucken, ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber was hier passiert, ist phänomenal. Okay, ich glaube, ich habe gewonnen. The land fights for us. Ist jetzt pro X bezahle ich eins, ne? Ja, ja, doch. So. 3, 6, 9, 12, 14, 18. Er kriegt 18 aufs Maul. Greifen wir mal mit allen an. Also generell, das Deck, ihr merkt es halt, spielt natürlich viel um Mana. Warte mal, 2, 4, 6, 7. Man muss ein bisschen rechnen, weil man hat halt viel mit Mana zu tun. So, die hatte 10, 11. Und wenn er mich jetzt nicht decktot kriegt, hat er verloren. Safe. Das heißt, er muss jetzt 11 Karten. Muss jetzt 11. 7. No. D3. Er hat kein Mana mehr. Er hat kein Mana mehr. Ich habe noch 3 Karten im Deck. Ja. War ein gutes Game. Hat mich sehr gefreut. Ja, ist egal. So, dann greifen wir jetzt einfach mit einem an und das war's. Rein in der Olga. Tschüss. Und weiter. Ja! Keine Bange. Ich habe mir, glaube ich, mit das komplexeste Deck jetzt erstmal ausgesucht von meinen. Es gibt auch sehr eindimensionale Taktiken von Decks, die einfach nur darauf ausgehen, beispielsweise die ganze Zeit nur auf die Fresse zu geben. Das war jetzt ein Deck, was viel mit Mana hantiert hat. Macht aber sehr viel Spaß, finde ich. Ja, das war mal so ein bisschen Auftakt. Ich glaube, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen eingefuchst habt und ich dann auch anfange, zum Beispiel, ich denke, als erstes werde ich Splatterman auseinandernehmen, gegen den mal ein bisschen zu fighten, dann erklärt sich auch vieles über die Zeit von selbst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf der einen Seite, was ich anfangs meinte, was es für Leute gibt, gegen die ich mal antreten könnte. Auf der anderen Seite vielleicht, ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Ja, was fehlt euch? Soll ich vielleicht mal wirklich ein Video machen, wo ich alles erkläre? So die Basics? Oder, also wie gesagt, der Splatterman hat einen Anfängerguide gemacht, den verlinke ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Oder soll ich Draft spielen? Ja, das ist quasi ein Spielmodus. Bisschen wie, ja, man kriegt halt,
eine bestimmte Auswahl an Karten, muss dann immer bestimmte wählen, dann kommt eine Neurotation, wählt wieder Karten, Neurotation. Und so erstellt man dann langsam sein 40-Karten-Deck. Und dann muss man rein, das machen andere Spieler auch, rein in Kampf und eine Siegesserie fahren. Man darf dreimal verlieren. Und ja, wenn man dreimal verloren hat, ist man raus. Und je nachdem, wie viele Siege man dann gefahren hat, bekommt man Belohnung. Sehr geile Methode, um an Booster zu kommen. Weil die Karten, mit denen man dann auch das Deck gemacht hat, die darf man auch behalten. Also, man bezahlt natürlich auch ein bisschen was, um beizutreten. Ja, sowas kann ich auch mal spielen. Ist vielleicht auch ganz cool für euch, um zu lernen, worauf man auf dem Deck achten muss. Aber ja, schreibt einfach mal eure Eindrücke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüssi. Hab echt wenig Kaffee getrunken. Oh, ist auch kalt jetzt. Scheiße.